Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, sehr schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Wann ist ein Leben eigentlich so richtig verkorkst? Vielleicht, wenn man den falschen oder gar keinen Job hat, wenn man eine Sucht nicht überwinden kann oder wenn man keine Menschen hat, denen man sich anvertrauen kann? Wie auch immer es ist, in jedem Fall hat man das Gefühl, zu nichts zu gebrauchen zu sein und das eigene Leben ruiniert zu haben. In unserer Sendung erzählen heute zwei Männer, wie sie an diesen Punkt gekommen sind und wie sie es geschafft haben, sich wieder wertvoll und gebraucht zu fühlen. Unser Thema: verkorkst, verzagt, vergeben. Gott verändert Leben. Rücksichtslos, ohne Skrupel oder Verantwortungsgefühl, damit Markus Heinz aus unserer ersten Geschichte seinen Lebenstraum verwirklichen kann, ist er zu fast allem bereit. Erst als sein Leben bereits ein Scherbenhaufen ist, beginnt er umzudenken. Dabei wünscht er sich als junger Mensch eigentlich nur etwas, wovon viele träumen. Als junger Mensch stellt sich Markus Heinz gerne vor, wie es wäre, in Reichtum und Luxus zu leben. Meine Träume waren sehr naiv früher. Tolle Autos, viel Geld, Frauen, Party. Was muss für Häuser reichen, Weltreisen. Das war, was mich so irgendwie fasziniert hat. Auf normalen Weg kann man an viel Geld kommen, aber das war mir alles zu zeitintensiv und auch zu anstrengend. Ein ehrlicher Job ist für Markus keine Option. Stattdessen beschließt er, kriminell zu werden. Er sucht den Kontakt zu einer Bande von Jugendlichen. Die Gruppe hat den Ruf, kriminell zu sein. Das waren so meine Vorbilder. Die waren schon bekannt, in den Nachbarorten halt. Man hatte vor denen auch Respekt. Das hat mir sehr imponiert. Als wir irgendwo hingekommen sind, dann sind die Leute einfach aufgestanden, haben uns Platz gemacht. Ich habe halt gesehen, dass man auf kriminellem Weg sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit machen kann. Bereits mit 15 Jahren begeht er zusammen mit der Bande erste Straftaten. Die kriminelle Karriere hat angefangen mit Diebstahl. Dann ging es weiter mit Einbrüchen in öffentliche Gebäude und Firmen halt. Das war sehr viel Geld manchmal. Schuldig fühlt Markus sich dabei jedoch nicht. Ja, das zahlt die Versicherung. Man muss ja gar kein schlechtes Gewissen haben. Es ging nur um meine Freunde und mich, dass es uns gut geht, dass wir Geld haben, was dafür Kollateralschäden irgendwie da bei anderen entstehen. Es war uns einfach egal. Markus macht sich keine Gedanken über eventuelle Konsequenzen seiner Straftaten. Wir hatten keine Angst vor dem Gefängnis. Klar, man kennt natürlich auch Leute, die dann irgendwann im Gefängnis saßen, aber man ist ja immer der Meinung, wir sind ja schlauer wie die anderen, wir machen das ja geschickter. In der Bande ist es üblich, Drogen zu nehmen. Es dauert nicht lange und Markus wird heroinabhängig. Schon bald verdient er sein Geld, vor allem als Dealer. Über 12 Jahre war ich Drogendealer. Das Geschäft ist auch gewachsen und die Mengen wurden immer größer, mit denen ich gehandelt habe, und auch meine Dosis. Ich habe dann jede halbe Stunde in die Nase genommen, also was konsumiert. Ich habe am Tag 8 Gramm Heroin gebraucht. Mit 29 kommt Markus mit einer Frau zusammen, die ebenfalls drogenabhängig ist. Gemeinsam bekommen sie ein Kind, doch durch den Drogenkonsum sind sie der Erziehung ihres Sohnes nicht gewachsen. Wir hatten halt keine Struktur im Leben, einfach was die Drogen einfach machen. Das war halt so, wo Jugendamt gesagt hat, okay, das ist kein gutes Umfeld für den Jungen. Das Jugendamt verpflichtet die beiden, ihren Sohn ins Heim zu bringen. Das war schon sehr, sehr hart. Und wenn man dann einfach weiß, man muss das Kind jetzt wegbringen, in Kinderheim selber, ja. Und das ist eine Trennung von Dauer halt, ja. Man hat ja auch versagt irgendwie. Aber die Droge war stärker. Man schafft es irgendwie nicht, da eine Entscheidung zu treffen für das Kind. Die Droge hatte einen Sohn im Besitz. Und ich hatte nicht mal Respekt für mein Leben und keine Verantwortung. Und wie will man da für ein Kind dann irgendwie die richtigen Entscheidungen treffen? Das Kind kommt mit 3 Jahren ins Heim. Markus trennt sich von der Kindsmutter. Sie stirbt wenige Jahre später durch die Drogen und der Sohn wird adoptiert. Markus bricht alle Brücken hinter sich ab. Ich bin da einfach davon gerannt. Wenn ich mein Kind immer sehe, das wird immer die Wunden wieder aufreißen. Ich habe mir gedacht, okay, der war 3 Jahre alt, vielleicht vergisst er einfach seinen Papa und seine Mama und dass er zu guten Pflegeeltern kommt und einfach aufwächst in dem Glauben, dass das seine Eltern sind. Ich
habe auch den Kontakt zu meiner Oma abgebrochen und zu meiner Mama, weil ich einfach wusste, ich bin auf verkehrten Weg und das wird irgendwann alles rauskommen, dass ich Drogen nehme, vielleicht noch Drogen verkaufe. Heute ist Markus klar, dass er damals falsch gehandelt hat. Ich war sehr gut im Verdrängen einfach. Die Drogen haben mir dabei geholfen auch und habe mich einfach abgelenkt. Ich wollte mich auch mit dem nicht mehr auseinandersetzen, weil mir einfach da auch das Herz geblutet hat. So lebt Markus 12 Jahre lang. Dann wird sein Drogenlieferant verhaftet. Damit fehlt Markus nicht nur die Ware zum Dealen, sondern auch das Heroin für sich selbst. Er muss irgendwie anders an Drogen kommen. Er braucht Geld. Und so bin ich dann so weit gekommen, dass ich jeden Tag klauen musste. Ich habe Leuten irgendwelche andere Sachen verkauft, anstatt Heroin, Zitronentee, alles, was halt so die Farbe hat. Ich bin bei anderen Drogendealern eingebrochen. Das Geld vom Klauen hat gerade für die Drogen gereicht. Dann war fast kein Geld mehr übrig für Lebensmittel. Also total unterernährt. Die Polizei erwischt Markus mehrfach beim Stehlen. Schließlich muss er ins Gefängnis. Und für Markus ist das erstmal eine Erleichterung. Es war wie so ein Punkt einfach gesetzt. Ja. Du bist jetzt hier, du bleibst hier und du bist jetzt hier und es gibt keinen Ausweg halt. Und irgendwie war das auch für mich irgendwie erstmal beruhigend. Ich konnte mal wieder in Ruhe im Bett liegen, auch nicht im Keller schlafen. Und ich wusste, ich muss mir keine Gedanken machen, wo gehe ich jetzt klauen und. Im Gefängnis macht Markus einen Drogenentzug und kann danach als Häftling arbeiten. Es ist das erste Mal in seinem damals 41-jährigen Leben, dass er einer Arbeit nachgeht. Nach fast 2 Jahren wird Markus entlassen. Er hat 2.400 Euro angesparten Lohn bei sich und weiß, was er nun will. Ich bin dann nach Frankfurt gefahren, Drogen konsumiert, habe mich schön angezogen, war beim Friseur. Hotelzimmer genommen, ein Tageshotel, ein paar Frauen auch gesucht, die man so betrogen so dann mitnehmen kann aufs Hotelzimmer. Nach 7 Tagen hat er das Geld ausgegeben. Dann stehe ich da 2014 in Frankfurt, 42 Jahre alt und ich habe gar nichts mehr. Keine Freunde, keine Familie, kein Geld, kein Dach über dem Kopf, obdachlos. Da habe ich gedacht, du hast so viele Träume, Geld, Autos, Frauen, Reisen und nichts davon ist geblieben halt. Ja. Und ich war einfach irgendwie verloren in Frankfurt. Nach 3 Tagen auf der Straße spricht ihn ein Fremder an. Er betet mir an, willst du was essen, willst du was trinken? Ich habe das angenommen, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt und er sagt, wenn du willst, kann ich dir vielleicht eine Adresse vermitteln, wo du hingehen kannst. Eine christliche Therapie in der Nähe von Marburg. Ohne lange nachzudenken, sagt Markus ja. Und der Mann fährt ihn zu dem christlichen Therapiezentrum. Dort, in Marburg, begegnet Markus Männern, die eine ähnliche Geschichte haben wie er. Und er ist überrascht. Hier habe ich auf einmal Leute getroffen, wo ich weiß, wie die früher waren. Kriminell, frech, aggressiv und die waren komplett verändert. Ne? Ich habe hier Leute getroffen und jeder sagt mir, nein, wir rauchen keine Zigaretten, wir nehmen keine Drogen, wir trinken keinen Alkohol, wir wollen unser Leben ändern. Markus macht einen Drogenentzug und bleibt dann noch 1 Jahr. Er nimmt dort Therapie und tägliche Seelsorge in Anspruch und ist bei Bibelstunden dabei. Und Stück für Stück verändert Markus sich. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, irgendwas in mir drin passiert. Das, was in der Bibel steht, was mir hier gesagt wird aus der Bibel, was weitergegeben wird, das verändert irgendwie meinen ganzen Charakter, mein Denken und so. Auf einmal habe ich Sachen verstanden, was ich früher für richtig gehalten habe, wusste ich, das war absolut verkehrt. Das ist kein guter Weg, den ich gegangen bin. Dann kommt der Tag, an dem Markus es wagt, ein Gebet zu sprechen. Ich habe dann gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, hier ist mein Leben. Ich gebe das in deine Hände jetzt. Ich habe einfach mit Gott gesprochen, wie mit deinem Vater. Lieber Gott, du siehst einfach, was in meinem Leben passiert ist. Ich weiß, was ich getan habe. Und ich weiß, ich habe gar nichts verdient. Ich bitte dich, gib mir eine Chance. Helf mir dabei, ja? Und ich habe wirklich gemerkt, wie eine Begegnung da war. Also ich kann das nicht beschreiben. Das war so ein schönes Gefühl. Das war so eine Liebe, die auf einmal über mich kam. Das war so, als ob Gott diese ganze Last
abgenommen hat. Als ob Jesus sagt, gib mir diesen ganzen Rucksack mit all deinen Verletzungen im Herzen, diese Selbstvorwürfe und das Leid, was du selber und anderen zugefügt hast. Gib mir das einfach alles, ja. Und er hat das wirklich genommen. Und er hat mir gesagt, ich mache dir keine Vorwürfe. Ich gebe dir eine neue Chance. Ich gebe dir ein neues Leben. Du kriegst ein neues Herz, ein neues Leben. Und wir schauen nicht zurück, wir gucken nach vorne. Markus bleibt über 12 Monate in dem Therapiezentrum. Nach einem Jahr bin ich hier wirklich als komplett ein anderer Mensch rausgegangen. Andere Ansichten, ich war frei von Drogen, komplette Freiheit, ich war einfach dankbar. Als erstes möchte Markus seine Vergangenheit aufräumen. Er sehnt sich nach Versöhnung. Ich habe mich bei meiner Mama entschuldigt halt, ja. Ich habe ihr so viel Leid zugetragen. Mein Sohn ist bei Pflegeeltern groß geworden. Übers Jugendamt habe ich ihn gefunden. Ich habe natürlich probiert, ihm das zu erklären, auch wieso, weshalb, warum. Man kann das nicht mehr gut machen. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Er ist in meinem Herzen und ich will mit ihm Kontakt haben. Inzwischen engagiert Markus sich ehrenamtlich in der Hilfe für drogenabhängige Menschen. Und jeden Freitag fahren wir nach Frankfurt. Wir fahren genau zu diesen Menschen, wo wir damals waren. Und wir sagen ihnen, es gibt einen Weg daraus. Wir können das bezeugen. Hauptberuflich arbeitet Markus heute als Maler und Lackierer. Er ist glücklich verheiratet und hat mit seiner Frau nochmal einen Sohn bekommen. Der Glaube ist ihm nach wie vor wichtig. Was für ein Segen das jetzt mit Gott ist. Gott hat alles hergestellt und ich bin einfach sehr dankbar. Und ich weiß einfach, Gott ist echt. Die Bibel ist einfach wahr. Und wenn man nach dem Wort lebt, das ist einfach so schön. Als junger Mensch hatte sich Markus Heinz bewusst für ein kriminelles Leben entschieden und nicht mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Dennoch ist er sich heute sicher, dass Gott ihm vergeben hat und er lebt jetzt ein neues Leben. Ist solch eine Wendung eigentlich für jeden Menschen möglich? Und gibt es bei Gott auch ein zu viel des Bösen oder zu viel Schuld? Andreas hat sich darüber Gedanken gemacht. Es ist für jeden Menschen möglich, ein neues Leben zu beginnen. Dieses gnadenvolle Angebot Gottes steht jedem Menschen offen, unabhängig von der Menge der Schuld, die jemand zuvor auf sich geladen hat. Und deutlich wird das zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Tod von Jesus am Kreuz. Einer, der mit Jesus verurteilten Verbrecher versteht, dass Jesus unschuldig und der eigentliche König in dieser Situation ist und bittet ihn um Gnade. Und Jesus antwortet, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hey, dieser Mann war nicht das Opfer eines Justizirrtums oder einer Intrige wie bei Jesus, sondern ein echter Verbrecher. Und doch schenkt Jesus ihm in diesem Moment einen Neuanfang. Mit seinem Leben unter Mauern konnte der Verbrecher das dann nicht mehr. Letztlich ist Gott nämlich nicht daran interessiert, unser verkorkstes Leben mit einer Prise Spiritualität zu optimieren. Er möchte etwas Neues in uns anfangen, dadurch, dass wir auf der Grundlage seiner Gnade in Verbindung mit ihm leben. Die Vergebung unserer Schuld und Sünde ist dabei nur der Anfang. Die eigentliche Lebensveränderung, die kommt danach zum Vorschein. Sie ist eine Frage des Herzens, der inneren Motivation. Und auch da gibt es ein Negativbeispiel, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Sein Name ist Simon und er war als Magier der spirituelle Führer seiner Stadt. Als er sah, welche Wunder durch die Christen geschahen, hat er sich ihnen angeschlossen und ließ sich sogar taufen. In einem Gespräch mit Petrus über die Kraft des Heiligen Geistes offenbarte Simon aber seine eigentliche Motivation. Er bot den Aposteln Geld an und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft. Er wollte lediglich seine alte Machtposition zurück. Sein Herz hatte sich nicht verändert. Anders ist das bei einem Steuereintreiber aus einem Gleichnis von Jesus. Während der selbstgerechte Pharisäer in seinem Gebet nur aufzählt, was er alles richtig macht, stand der Steuereintreiber in der hintersten Reihe und wagte es nicht, seine Augen zum Himmel aufzuheben. Stattdessen schlug er sich mit der Faust auf die Brust und sagte, Gott, vergib mir, denn ich bin ein Sünder durch und durch. Sehen Sie den Unterschied in der Motivation? Diese Ehrlichkeit macht den Unterschied, denn Jesus sagt darüber, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Ein Neuanfang ist also möglich, auch für Sie. Und wenn Sie mögen, bete ich mit Ihnen dafür. Lieber Herr Jesus, ich sehe, dass ich mich trotz all meiner Schuld nicht aufgeben muss, weil du den Sünder liebst und mir meine Schuld vergibst, so groß sie auch sein mag.
Ich habe nichts, was ich dir bringen kann, außer dem ehrlichen Eingeständnis, dass ich deine Gnade brauche. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Als Dan Koblitz aus den USA in seiner Kindheit zum Außenseiter wird, beginnt für ihn ein Leidensweg, den er viele Jahre geht. Selbstzweifel, Zurückgezogenheit und Alkohol bestimmen sein Leben für lange Zeit. Heute ist davon nichts mehr zu merken. Wie er das geschafft hat, erzählt er im nächsten Beitrag. Dan Koblitz ist erfolgreicher Anwalt, Führungskraft, Ehemann, werdender Vater und hat 2 Abschlüsse der Regent-Universität. Kaum vorstellbar, dass es Dan sein Leben lang an Selbstvertrauen, Lebenssinn und Zukunftshoffnung gemangelt hatte. Zu wissen, wer ich einmal war, kaum Selbstvertrauen, kein Gedanke, ich könnte es zu was bringen oder heiraten. Der zu sein, der ich heute bin, ist ein Wunder. Dan wuchs mit schwerem Stottern auf. Jahrelang war er Spott und Mobbing ausgesetzt. Das zerstörte sein Selbstbewusstsein und er entwickelte eine lähmende Angst, öffentlich zu sprechen. Die Scham und Angst, die damit verbunden sind, die Unfähigkeit zu tun, was man möchte. Eine Sprachtherapie half Dan, das Stottern größtenteils loszuwerden. Schulisch wurde er besser und qualifizierte sich in der Highschool sogar für die National Honor Society. Doch seine Angst, öffentlich zu sprechen, besiegte er nicht. Weil er in einem Kurs vor anderen reden musste, brach er das College ab. Er zog wieder nach Hause und arbeitete in einer Fabrik. Trost fand er im Alkohol. Mein Leben war nicht gut. Bei mir war gar nichts gut. Ich mochte nicht, wer ich war. Ich nahm praktisch zu niemandem Augenkontakt auf. Ich konnte mich selbst kaum im Spiegel ansehen. Ich hasste mein Leben wirklich. Dann schließlich mit 30... Ich dachte über mein Leben nach und wusste, diese Person will ich nicht mehr sein. Wieder arbeitete er mit einer Sprachtherapeutin. Sie war Christin und ihre Ermutigung und ihr Einfluss führten dazu, dass Dan wieder aufs College ging und sich dort einer Bibelgruppe anschloss. Von da an widmete ich Jesus mein Leben. Und Gott gab mir Mut in so vielen Dingen. Er öffnete mir die Augen für eine andere Art zu leben, für ein anderes Leben. Ich spürte, dass Gott für mich einen Plan hatte. Es gab mehr für mich. Das hat mich enorm verändert. Ich hatte Hoffnung, blickte nach vorn, verließ meine Komfortzone, probierte Dinge aus, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Nach einem Bachelorabschluss in Politologie schrieb Dan sich für den kombinierten Masterstudiengang Theologie und Jura an der Regent-Universität ein. Es ging darum, mit christlichem Blick auf Jura zu schauen. Ich wollte wissen, wie all das zusammenhängt, mein Glaube und das Recht. Dort lernte ich es. Im zweiten Jahr war sich Dan sicher, dass er an der Uni für mehr war als nur für christliche Bildung. Er war dort, um von Gott zu hören. Gott sagte mir, ich sei geliebt, er wäre bei mir, ich sei perfekt in seinen Augen. Das war die tollste Erfahrung meines Lebens. Rückblickend weiß ich, erst als ich mich selbst annahm und liebte, weil Jesus mich liebte, konnte ich andere lieben. Das war der Wendepunkt. Dans Glaube und sein Vertrauen in Gott vertieften sich. Mit Hilfe von Professoren und Kommilitonen entwickelte er Ziele und die Zuversicht, diese auch zu verfolgen. Ich lernte, auf mein Inneres zu hören und mit Christus auf eine Art zu wachsen, die ich nicht kannte. Ich fand Frieden darin, wer ich war. Viele Menschen glaubten an mich. Und auch ich glaubte mehr an mich und daran, dass ich all diese Dinge tun konnte. Dan hat sein Stottern meist unter Kontrolle, nur manchmal ist es noch zu hören. Auch damit hat Dan Frieden geschlossen. Jesus hat die belastenden Folgen meines Stotterns verschwinden lassen.
Ich werde wohl niemals komplett flüssig sprechen, aber das ist okay. Jesus liebt uns, wie wir sind. Daniel C. Koblet. Seit seinem Masterabschluss in Theologie und seinem Doktor in Jura leitet Dan eine erfolgreiche Kanzlei. Er ist dabei, mit seiner Frau Kiona eine Familie zu gründen. Die beiden vertrauen sich Gott an und staunen, was sich bisher getan hat. Ich habe eine schöne Frau, eine wunderbare Frau. Ein Kind ist unterwegs. Es ist erstaunlich, was Gott tun kann. Es gibt keine Grenzen, wirklich. Es gibt keine Grenzen. Ich schließe nichts mehr aus. Gott hat Dinge in meinem Leben ermöglicht, an die ich nie geglaubt hätte. Und die Regent-Universität hat mir auf dem Weg geholfen. ErlebTV lässt Menschen zu Wort kommen, die Gott erlebt haben. Gehören auch Sie dazu? Dann melden Sie sich bei CBN Deutschland. Wir möchten auch Ihre Geschichte erzählen. Für Dan Koblet gab es, genau wie bei Markus Heinz, einige Schlüsselerlebnisse, die sein Leben veränderten. Es waren konkrete Situationen oder das Aufeinandertreffen mit bestimmten Personen, die bedeutsam wurden. Dazu gehörten christliche Therapeuten, gläubige Kommilitonen und kirchliche Bibelgruppen. Gab es auch in Ihrem Leben solche Situationen und Menschen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Schreiben Sie uns oder hinterlassen Sie auf unserer Webseite einen Kommentar zur Sendung. Im März eines jeden Jahres findet der Weltwassertag statt. Mit diesem Tag wird daran erinnert, dass weltweit unzählige Menschen darunter leiden, keinen ausreichenden Zugang zu Wasser zu haben. Stattdessen müssen viele dieser Menschen verunreinigtes Wasser von weit her holen. Ein Zustand, unter dem auch Asunción aus Mexiko und Jaspreet aus Indien litten. Daniela wächst bei Großmutter Asunción und ihrem Großvater in einem abgelegenen Dorf auf. Dort ist es schwer, an sauberes Wasser zu kommen. Die Wasserversorgung war sehr schlecht. Oft hatten wir Magenschmerzen. Die Rinder gehen in das Wasser hinein. Das Wasser ist trüb und riecht manchmal nach Urin. Und das mussten wir trinken. Asunción musste weit laufen bis zur Wasserstelle und konnte nie viel tragen. Manchmal machte sie die Tour mehrmals am Tag. Der Weg dorthin ist sehr schmal. Man muss Hügel runtergehen und wieder raufklettern. Der Anstieg ist steil und kostet viel Zeit. Je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, Wasser zu holen. Das Wasser macht Bauchweh. Mein Bauch tat jeden Tag weh. Ich hatte oft Angst, dass das Wasser Daniela so krank macht, dass sie stirbt. Dann kam Operation Blessing in das Dorf und baute ein Regenwassersammelbecken, das bis zu 5000 Liter Wasser speichert. Dazu wurde eine Filteranlage gebaut und nun gibt es frisches Wasser im Haus von Asunción. Wasser bei sich zu Hause zu haben. Ich muss es nicht mehr schleppen. Ich bin so glücklich. Jetzt bade ich sogar, weil wir genug Wasser haben. Und ich kann frisches Wasser trinken. Danke. Jaspreet ist Witwe. Ihre drei Kinder zieht sie alleine groß. Mit Nähen verdient sie etwas Geld, aber sie hat keine Nähmaschine. Ich leihe mir die Nähmaschine von meinen Nachbarn. Wenn sie sie selbst brauchen, geht das aber nicht. In der Zeit kann ich dann nicht arbeiten. Wenn sie nicht näht, läuft Jaspreet lange Strecken, um Wasser zu holen. Im Wasser entstehen Würmer, wenn man es zu lange aufbewahrt. Meine Kinder tranken es und wurden krank. Als meine Tochter einmal krank war, hatte ich kein Geld für den Arzt. Der Pastor von Jaspreet erzählte CBN vom Wassermangel des Dorfes, also bohrten sie einen Brunnen. Jetzt hat unser ganzes Dorf sauberes Wasser. Wir benutzen es zum Trinken, Kochen, Baden und Waschen. Wir sind sehr glücklich und euch und Gott dankbar für die große Hilfe. Ja, Wahnsinn, wie essentiell wichtig wirklich Wasser ist, ne? Sowohl zum Trinken als auch für die tägliche Hygiene. Ja, absolut. Liebe Zuschauer, möchten Sie sich an humanitären Projekten beteiligen? Oder wollen Sie diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben? Dann werden Sie Partner von CBN.
Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite, die gerade eingeblendet wird. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung. Heute ging es um Menschen, die sich sicher waren, ihr Leben für immer vermurkst zu haben und die es doch erfolgreich geschafft haben, einen Neuanfang zu machen. Ja, falls Sie in einer ähnlichen Situation stecken oder sonst ein Gebetsanliegen haben, kann ich Sie nur ermutigen, rufen Sie unsere Gebetshotline an. Unsere Mitarbeiter dort sind gerne für Sie da. Unser Dank geht außerdem raus an alle Beta-Förderer und Unterstützer unserer Sendung. Ja, wir sagen danke, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und alles Gute für Sie. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen.